Von Trinidad nach Los Lagos gibt es nur einen Weg und der führt durch die Luft. Man kann sich vor Ort oder auch schon von Europa aus eine kleine Cessna mieten, die einen dann mit seinem Gepäck direkt nach Los Lagos bringt. Der Flug geht über weite Steppenbereiche, die vor allem für die Viehzucht verwendet werden. Nur im Bereich von Flüssen sieht man noch einige Reste von Regenwäldern. Spuren von Landwirtschaft sind aus der Luft zu entdecken. Das sind vor allem Spuren vorkolumbianischer Besiedelung. Und nach relativ kurzem Flug sieht man die großen Wasserflächen von Los Lagos. Über eine dieser Lagunen mussten wir noch hinwegfliegen, aber wir konnten aus der Luft schon sehen, was uns erwartet. Eine tolle Sache auf jeden Fall. Endlich kommt die große Klarwasserlagune von Los Lagos in Sicht. Man sieht, dass die Ufer relativ flach sind, aber auch nicht an allen Stellen direkt betreten werden können. Während des Flugs über die Lagune sieht man auf der anderen Seite unser Ziel. Als wir uns unserem Ziel nähern, sind wir wirklich überrascht über diesen Luxus, den es hier an dieser Stelle gibt. Hier in the middle of nowhere. Luxus pur. Hier sollen wir tatsächlich die nächsten paar Tage bleiben. Der Landeanflug auf der Piste treibt uns noch ein bisschen das Adrenalin hoch. Aber es geht alles klar, die Piloten sind ja auch sehr erfahren und machen das jeden Tag mehrmals. Ja, dann landen wir, sind in Los Lagos und dann geht es natürlich erstmal ums Ausräumen. Alles, was mit nach Los Lagos geschafft werden muss, wird natürlich nur mit dem Flugzeug angebracht. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die Preise für die Übernachtung dort etwas höher sind als woanders. Von einer kleinen Eule werden wir begrüßt und dann heißt es: Herzlich willkommen in Los Lagos.